Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt doch immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Das Stadtderby, Berliner Stadtderby steht an. Es gibt eine Konferenz, leider nur eine Viererkonferenz. Es gibt das Topspiel Bayern gegen Leipzig, also es ist einiges dabei. Danke fürs Reinschalten. Viel Spaß jetzt beim ersten Spiel. Ansonsten Timelinks bzw. Kapitelmarken findet ihr auch in der Videobeschreibung. Los geht's! Berliner Stadtderby am Freitagabend. Bei der Hertha läuft es momentan alles andere als rund. Man ist ganz zäh in diese Saison gestartet. Bei Union Berlin hingegen ist man richtig zufrieden mit dem Saisonverlauf bis dato. Das war aber beim letzten Saisonspiel auch schon so, als sie sich hier im Olympiastadion trafen. Da hatte die Hertha dann nach schwacher erster Hälfte im zweiten Durchgang das Ganze ziemlich deutlich gestaltet. Hier die erste Großmöglichkeit auf Seiten der alten Dame. Und die Hertha machte es gut. Anfangsviertelstunde noch am Laufen. Darida zurück zu Marvin Plattenhardt im Strafraum, legt zurück zu Gendouzi. Der sieht Eduard Löwen, der heute wie aus dem Nichts im Strafraum auftauchte und in der 18. Minute das 1:0 für die Hertha erzielt. Spitzer Winkel, nicht ganz glücklich, was Lute da macht. Aber Union spielte hier auch nicht so gut, wie man das eigentlich gewohnt war. Luke Bacchio zu Christoph Piontek. Der setzt sich durch mit etwas Glück gegen Robin Knoche und in der 24. Minute steht es schon 2:0. Die Unioner heute mal mit einem schwachen Auftritt. Hätte man so nicht unbedingt erwarten können. Die Hertha machte aber auch ordentlich Dampf. Darida und Lute diesmal mit einer Parade. Es stand nach 45 Minuten 2:0. Das war doch eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Union Berlin musste jetzt einiges tun, um da wieder ranzukommen. Sie bemühten sich jetzt auch, ist klar, bei dieser Mannschaft keine Frage, aber die Hertha machte es weitestgehend auch in der Defensive gut. Hier mal ein Abschlussversuch, der aber auch geblockt werden kann von Peter Pekarek, der den Fuß reinhält, sodass kein wirklich gefährlicher Abschluss zustande kommt. Die Gastgeber investierten etwas weniger, nichtsdestotrotz immer mit gefährlichen Szenen. Luke Bacchio zu Christoph Piontek. Und der Pole macht in der 76. Minute mit dem 3:0 alles klar in diesem Stadtderby. Union Berlin drückt aber zumindest noch auf den Ehrentreffer. Prömel, Aboni legt nochmal zurück. Prömel setzt sich da schön durch. Prömel, aber es sollte heute einfach nicht sein. Schwolo mit der Glanztat in der 89. Minute. Es blieb dann bei diesem 3:0. Das bringt der Hertha etwas Luft da unten im Kampf gegen den Relegationsplatz, denn der war verdammt nah. Jetzt wichtige 3 Punkte. Union Berlin heute das erste Mal vielleicht in dieser Saison enttäuschend. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz des 10. Spieltags. 4 Partien haben wir heute, unter anderem hier im Breisgau. Beim SC Freiburg ist Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die Freiburger, sie stehen doch schon ein wenig unter Druck. Sie müssen endlich mal wieder gewinnen. Seit dem ersten Spieltag ist ihnen das nicht mehr gelungen. Gladbach, nach schwacher Anfangsphase haben sie den FC Schalke dann doch deutlich mit 4:1 geschlagen. Und geschlagen hat auch der erste FC Köln nach langer Zeit mal wieder jemanden. Ausgerechnet den BVB, das 2:1, ein Brustlöser eventuell für die Mannschaft von Markus Gisdol. Elie Skiri, der am zweiten Pfosten nach Ecken jeweils richtig stand und ja den Auswärtskuh festmachen konnte. Der VfL Wolfsburg als eine von 2 Mannschaften noch ungeschlagen in dieser Saison. 5:3 Spektakel gegen den VfL Wolfsburg. Wird es auch gegen den VfL Wolfsburg, gegen den SV Werder Bremen natürlich. Wird es auch heute so torreich? Wir werden drauf schauen und gehen jetzt nach Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat den BVB zu Gast und da sind beide Mannschaften etwas unzufrieden. Frankfurt spielte zum 6. Mal unentschieden.
lag gegen Union Berlin früh 2:0 zurück, führte dann am Ende dann eben doch aber nur ein 3:3 und der BVB eben mit dieser vermeidbaren Niederlage gegen den ersten FC Köln 1:2. Das ist nichts, was man irgendwie erstmal so wegschütteln kann. Da muss man heute eine Reaktion auf dem Feld sein. Und eine vierte Partie haben wir auch noch, die findet in Bielefeld statt. Ja, auf der Bielefelder Alm ist der erste FSV Mainz 05 zu Gast. Die Gäste haben aus den letzten beiden Spielen 4 Punkte gesammelt. Diese Marke hat Bielefeld nach 2 Spielen gehabt. In Frankfurt unentschieden gespielt, zu Hause gegen Köln gewonnen, aber seitdem eben jetzt 7 Spiele ohne einen einzigen Punkt gewinnt. Da hat Mainz die deutlich bessere Formkurve. Sind wir gespannt, wie sich das heute aufs Feld auswirkt und beginnen in Freiburg. Hier geht's los, die Freiburger in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Abschnitt. Borussia Mönchengladbach, die Gäste in ihren mintfarbenen Trikots. Eine sehr spezielle Farbe, aber es geht hier um Fußball. Der SC Freiburg will direkt versuchen, vorne raufzugehen, aber stellt sich dann prompt mit der ersten Offensivaktion ins Abseits, dass das mal hoffentlich kein schlechtes Omen ist. Jonathan Schmid hier mit der Fußspitze drin, das ist schon richtig entschieden. Borussia Mönchengladbach, eben dieser wichtige Erfolg gegen den FC Schalke 04. Zuletzt wichtige 3 Punkte, man bleibt oben dran an der Spitzengruppe, ist auch auf Platz 4 nicht so weit in Schlagdistanz und hat sich jetzt hier erstmal im Mittelfeld einen Freistoß erarbeitet. Santa Maria, der Übeltäter, den schauen wir uns noch an. Ginter, schwach getreten, Demirovic köpft ihn einfach raus, aber Zakaria bekommt den Rebound. Valentino Lazaro, schöner Pass, wunderbarer Pass, Elvedi! Nico Elvedi kommt nicht häufig in diese Abschlussposition, aber das ist eine Riesenmöglichkeit. Also, hier steht es 0-0, Riesenchance für Gladbach. Wir gehen nach Köln. Die Wölfe zu Gast und die Wölfe kommen über Josip Brekalo. Der sieht in der Mitte Xaver Schlager. Brekalo legt nochmal raus. Kommt hier gleich mal ein Abschluss zustande. Der Sieg des 1. FC Köln gegen den BVB, das muss man einfach nochmal ansprechen. Das war unglaublich wichtig, ganz wichtig, diese 3 Punkte nach Ewigkeiten der Sieglosserie mal wieder 3 Punkte auf einmal einzufahren. Nachdem es mit der Form schon etwas nach oben ging, da dann auch das Ganze mal umgemünzt in Punkte. Nur Drecksbeschei versucht sich da artistisch in dieser Szene, stand aber im Abseits auch Tor an Frankfurt. Deutlich. Tor an Frankfurt, das erste in der Konferenz, ab nach Frankfurt. 1-0 für die Gäste, Thorgan Hazard mit der Führung für den BVB, 12. Spielminute. Haaland legt auf, Hazard dann freistehend vor Kevin Trapp. Lässt sich nicht beirren, das war schon die zweite Möglichkeit hier. Die zweite Großchance für die Gäste. Und jetzt können sie erfolgreich zuschlagen. Und Frankfurt ist wieder mal im Rückstand. Das ist einfach ein wiederkehrendes Muster. Man hat so oft schon zurückgelegen. Man ist auch häufig dann zurückgekommen. Erst ein einziges Spiel in dieser Saison verloren. Das gegen den FC Bayern München beim 5:0. Aber am Ende springt dann doch zu häufig nur ein Unentschieden bei raus. Das ist zu wenig, wenn man ein bisschen mehr nach oben anklopfen möchte. Jetzt ist es eben ein trister Mittelfeldplatz. Natürlich ist dann auch oben noch viel drin, aber hier liegt man eben auch schon wieder zurück. Nächste Chance. Kein Abseits, Kevin Trapp in der Parade. Boah, dickes Ausrufezeichen. Und in Bielefeld? Da macht Mainz deutlich mehr für das Spiel. Boetius über die linke Seite. Bielefeld macht es ja im zweiten Durchgang gegen Leipzig gar nicht so schlecht. Am Ende spielt man dann fast sogar noch 2:2. Aber es bringt eben auch nichts, gut zu spielen und keine Punkte zu bekommen. Und Leipzig war da eben auch nicht unbedingt in allerhöchster Topform. Jetzt Bielefeld mal in der Offensive. Jabo bleibt aber hängen. Saint-Just leitet vielleicht den Gegenangriff ein. Mateta links raus zu
Brosinski. Bekommt er etwas Geleitschutz von Cedric Brunner, müsste es sein. Aber auch nicht so richtig. Jetzt geht Brunner mal rauf. Ball von Brosinski, aber schwach gespielt. 28. Minute. Das ist bislang noch nicht das Spektakel in dieser Konferenz. Vielleicht bekommen wir das ja bei unserer nächsten Station in Freiburg. Wäre wünschenswert, das sind die Zwischenergebnisse. 4 Spiele, 1 Tor, nicht wirklich Werbung für die Viererkonferenz. Aber der Spielplan sieht das eben manchmal so vor in der Saison. Jeder wie er mag. Aber jetzt kommt Borussia Mönchengladbach über Florian Neuhaus und Thuram. Alassane Player hat den Ball. Freiburg geht nicht wirklich rauf. Zakaria bleibt hängen. Player an den Pfosten. Embolo! Und 0:1. Die Fahne bleibt zumindest erstmal unten. Sehen wir hier perfekt. 33. Minute. Die Führung für die Gäste. Unter dem Strich auch verdient. Hier bleibt Zakaria hängen. Dann Alassane Player legt sich den selbst hoch an den Pfosten. Und dann hebt es da wohl Dominik Heinz auf, der den angeschlagenen Gulde vertritt heute in der Startaufstellung. Und Embolo bedankt sich, nickt dann aus kurzer Distanz einfach nur noch ein. Der zweite Treffer der Konferenz, also immerhin jetzt nicht nur noch ein mageres Törchen, jetzt 2 magere Törchen. 0:0 steht's aber hingegen noch in Köln. Wenngleich der VfL Wolfsburg daran arbeitet, das Ganze zu ändern. Wout Weghorst scheitert hier an Timo Horn. Super Möglichkeit, aber auch starke Parade des Kölner Schlussmanns. Eckball von der rechten Seite. Maximilian Arnold, der tritt die von beiden Seiten. Skiri aber aufmerksam. Boah, Ballverlust. Baku holt sich die Pille. Philipp. Ach, der. Jetzt nicht unbedingt eine Verzweiflungstat, weil der VfL nicht verzweifelt sein muss, aber das war doch etwas überhastet und zu viel gewollt. Das hätte man deutlich besser ausspielen können. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Der VfL Wolfsburg setze ich mittlerweile richtig fest am 16er der Kölner. Nächste Möglichkeit, Horn hat den Ball, wir springen nach Frankfurt. Und hier haben wir ja immerhin schon einen Treffer blicken können, aber so richtig viel ging dann im Anschluss nicht. Frankfurt tut sich hier extrem schwer, etwas zu kreieren. Dortmund steht defensiv relativ sattelfest. Kostic mal zu Kamada vielleicht. Kamada! Aber Bürki hält. Nicht wirklich gefährlich für den Schweizer, aber zumindest mal wieder eine Torchance in diesem Duell. Auf durchschnittlichem Bundesliga-Niveau. Tor an Bielefeld. Na, immerhin. Auch hier führen die Gäste mit 1:0. 44. Minute, Daniel Brosinski mit einem wunderbaren Freistoßtreffer. Hier ging noch nicht so viel nach Standards, deswegen dachten wir, ersparen wir uns das live drauf zu schauen, aber den hätten wir uns vielleicht auch direkt angucken können. Brosinski trifft den super über die Mauer rüber. Stefan Ortega springt, aber kann diesen Ball nicht mehr erreichen. Der erste FSV Mainz 05 aus den letzten beiden Spielen eben diese wichtigen 4 Punkte geholt. Mittlerweile wären es 7 aus den letzten 3 und das wäre dann eine Quote, die sich doch schon wieder sehen lässt, nachdem sie zuletzt auswärts auch schon gewinnen konnten gegen den SC Freiburg mit 3:1. Sieht es hier momentan gut aus, die nächsten 3 Punkte einzufahren. Und jetzt ist auch Pause. Ebenso hier wie auf den anderen Spielplätzen. Wir schauen gleich in der Halbzeit einmal auf alle Ergebnisse. Brosinski mit dem Ausrufezeichen kurz vor dem Pausenpfiff. Und nicht unverdient damit die 1:0 Halbzeitführung für die Gäste aus Mainz. Ja.
Jo, hier haben wir einmal die Ergebnisse im Überblick. Freiburg 0-1 gegen Gladbach, Frankfurt 0-1 gegen Dortmund, Köln, Wolfsburg noch torlos 0-0 und Bielefeld, Mainz 0-1. Im zweiten Durchgang werden ein paar Tore zumindest noch fallen, das kann ich versprechen. Wenn es gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Jetzt geht's aber weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß. Da sind wir zurück in der Konferenz, starten in Freiburg, wo die Gäste aus Gladbach mit 1-0 führen. Es ist kein super spannendes Megaspektakel, aber Gladbach bringt das hier schon spielerisch souverän aufs Feld. Der SC Freiburg hat noch nicht so viel gebracht. Jetzt vielleicht mal mit einer Balleroberung im Mittelfeld. Till am Ball. Super Pass, Riesenmöglichkeit. Aber Jan Sommer hält. Das ist doch mal ein gutes Ausrufezeichen. Zum Start hier in diese zweite Halbzeit. Gibt es das auch in Wolfsburg? Besser gesagt in Köln gegen den VfL Wolfsburg. Man weiß es nicht, ob es das hier gibt. Der erste FC Köln zumindest probiert es. Rex Bescheid zu Skiri. Dann aber Skiri wohl im Abseits. Das hätte sonst gefährlich werden können. Ja, da rückt Brooks raus. Und dann ist es eine knappe, aber richtige Abseitsposition. Der VfL Wolfsburg tut sich hier aber auch schon schwer, hatte einige Möglichkeiten, diese dann eben nicht verwandelt. Und man ist hier beim ersten FC Köln in den vergangenen Jahren auch hin und wieder mal als Verlierer vom Platz gegangen. Das möchte man sich hier eben ersparen. Und ersparen möchten wir uns nun auch dieses Geplänkel und wechseln nach Frankfurt. Schauen gerade auf eine gute, vielleicht die beste Möglichkeit der Frankfurter von Kamada, die Trapp halten musste, aber jetzt ist der Ball schon wieder auf der anderen Seite. Der BVB durchaus zwischendurch immer mal wieder gefährlich, Reus kommt aber gegen Hinteregger nicht durch. Und Sancho jetzt mit dem Ball über die rechte Außenbahn, wird da gut gestellt von Steven Zuber. Delaney, Tor in Köln! Tor in Köln. Gucken wir uns an. Jetzt haben die Gäste ihren Treffer. 64. Minute, 1-0. Wout Weghorst. Und die Führung, ja, sie hatte sich hier angedeutet mehrmals. Erst scheitert Joao Victor am überragend reagierenden Timo Horn. Liegt dann aber einmal zurück. Da ist dann Weghorst. Und der drischt drauf. 1-0 hier für die Gäste, 1-0 eigentlich wie fast überall, oder wie überall, 1-0 also auch in Bielefeld. Oder auch 0-1 genannt, wenn die Gäste führen. Aaron Martin, Kunde und Jean-Philippe Mateta. 0-2. Der passende Zeitpunkt, um hierher zu kommen. Mateta mit der Vorentscheidung vielleicht schon. Bielefeld doch wieder arg hilflos in der Offensive. Mateta setzt den gut rein. Momentan richtig gut drauf. Der Stürmer, der Mainzer. Und das wird jetzt brutal schwer für Bielefeld, wenn es überhaupt noch möglich ist, das Ganze zu korrigieren. 25 Minuten haben sie noch Zeit, 25 Minuten Zeit auch noch für Freiburg gegen Gladbach zurückzukommen. Und hier brauchen die Gastgeber ja erstmal nur einen Treffer. Wir schauen unten auf die Zwischenresultate. Also bei den Heimmannschaften geht wirklich gar nichts. Null Tore haben die gastgebenden Mannschaften erzielt. Eine schwache Bilanz, die aber in Zeiten von Corona ohne Zuschauer ja auch nicht wirklich überrascht. Also überraschen tut es natürlich trotzdem, aber es ist jetzt nicht so, dass man aus allen Wolken fällt. Zumal auch diese Auswärtsmannschaften doch in den Partien jeweils die Favoriten sind. Lars Stindl in der Position hier mal wieder abzuschließen, aber auch das wird nicht wirklich gefährlich. Gladbach macht hier viel, macht aber noch nicht genug. Tor in Bielefeld. 2-0 und Bielefeld kommt jetzt doch nochmal zurück.
Das dürfte sich damit erledigt haben. 3 zu 0, Aaron Martin. Stark von Stöger vorbereitet und der linke Verteidiger dann im Strafraum völlig frei. Super Direktabnahme. Stefan Ortega überwunden und jetzt ist hier alles geregelt. Mainz holt wohl den zweiten Auswärtssieg in Folge. Tor in Köln. Und in Köln. 0-2. Möglicherweise auch schon die entscheidende Situation in dieser Partie. Admir Mehmedi von Weghorst bedient. Schließt ab ins kurze Eck. Timo Horn kommt da nicht mehr ran und kann sich zu Recht aufregen. Das war vorher nicht so gut verteidigt. 73. Minute 0-2. Es würde einen wundern, wenn jetzt Köln auch mal zurückkommt. Sieht schlecht aus. Und in Frankfurt, wie sieht es da mit der Eintracht aus? Auch schlecht. Ja, nein, vielleicht. Man kann es noch nicht sagen, aber es kommt unter diesen Möglichkeiten, die Frankfurt eigentlich hat, viel zu wenig bei rum. Hazard rechts raus zu Sancho. Der BVB aber, er verpasst es eben auch, das Ganze hier zu entscheiden. Während wir nochmal aus der Frühphase des zweiten Durchgangs die größte Tor in Bielefeld betrachten, Kamada. Und der vierte Treffer in Bielefeld. Jetzt wird's übel, oder? Es wird richtig übel. 77. Minute, Robin Quaison, Bielefeld fällt auseinander. Wie schon gegen Union Berlin, da stand es am Ende 5-0. Hier steht es jetzt 0-4, aber eben auf heimischem Platz hat das nochmal einen ganz anderen Beigeschmack. Quaison mit dem Kopfball. Entgegengesetzt der Laufrichtung. Und Ortega kann einem mittlerweile leid tun. 4-0, vier Dinger kassiert. Es wird ganz, ganz dunkel und düster jetzt für Bielefeld. Hier hat der Treffer von Embolo aus der 33. Minute nach wie vor Bestand in Freiburg. Und die Elf von Christian Streich, sie sprießt jetzt nicht gerade vor Kreativität und Torgefahr. Gladbach macht das spielerisch clever. Stindl, mal von Hermann bedient. Aber hier gilt Ähnliches wie in Frankfurt. Der Deckel ist eben aufgrund dieser knappen Führung noch nicht drauf. Und Gladbach hat schon des Öfteren in dieser Saison späte Gegentore bekommen und dann Punkte hergeschenkt, nachdem sie lange Zeit immer die bessere Mannschaft waren. Mal schauen, ob Freiburg noch zurückschlägt. In Köln ist das vermutlich nicht mehr beim Gastgeber der Fall. Das kann man möglicherweise ausschließen, aber sollte jetzt Köln schnell anschließen, dann ist sicherlich auch nochmal was möglich. Skiri mit der Flanke, Roussillon aber kann klären und der VfL Wolfsburg hat die Szene dann doch wieder ohne größere Probleme bereinigt. Joao Victor mit der Hacke zu Weghorst, viel Platz für den Mittelstürmer, Mehmedi. Treibt nochmal an, bringt den Ball rechts raus, Steffen kann damit nicht umgehen. Und wir wechseln dahin, wo es knapper ist, und zwar nach Frankfurt. Wo der BVB aber drauf und dran ist, das alles zu entscheiden. Schwacher Pass jetzt aber von Delaney. So richtig wird man aus dieser Eintracht nicht schlau. Es ist einfach zu schwankend, die Diva vom Main. Sie steht hier vor der zweiten Saisonniederlage. Immerhin ja gegen Bayern und jetzt voraussichtlich gegen den BVB. Aber dafür muss man eben andere Spiele gewinnen. Gegen Bielefeld, gegen Bremen, gegen Köln, vielleicht gegen Union Berlin. Aber das sind alles Punkte, die fehlen einem hier. Und der BVB macht ihnen jetzt hier nicht den Gefallen, tut ihnen nicht den Gefallen. Schöner Antritt nochmal von Rainer. Hazard. Hazard und jetzt ist es entschieden. Zweite Minute der Nachspielzeit. Doppelpack, Thorgan Hazard.
Und Eintracht Frankfurt besiegelt jetzt die zweite Saisonniederlage, beziehungsweise der BVB besiegelt es für die Eintracht aus Frankfurt. Lange Zeit hat der BVB darauf gewartet, das Ding hier zuzumachen, und jetzt haben sie es zugemacht. Also 0-2 hier. Wir gehen lieber nochmal dahin, wo es spannender und knapper ist. Was hier eben in Freiburg der Fall ist, aber es gibt eben auch nur eine Minute Nachspielzeit. Das ist ganz, ganz knapp bemessen. Zumindest zwei hätte man hier erwarten können, aber wir sind auch drüber. Freiburg kommt vorne nicht mehr rauf. Jan Sommer lässt so ein bisschen die Uhr runterlaufen, sollte sich da jetzt aber auch nicht unbedingt selbst in Bedrängnis bringen. Aber jetzt ist auch Feierabend. Gladbach gewinnt mit 1-0 in Freiburg. Verdient. Am Ende etwas zu knapp und heißer, als es hätte sein müssen, wobei es so richtig heiß auch nicht wurde. Freiburg war doch relativ einfallslos. Aber das dickste Brett, das hat in Bielefeld stattgefunden. Ja, der erste FSV Mainz 05 hat hier richtig losgelegt. Da nochmal die Ergebnisse im Überblick. Es bleibt also bei 4 Auswärtssiegen kein Tor für die Heimmannschaften. Hier eben das große Erfolgserlebnis für Jan-Moritz Lichte. Der zweite Auswärtssieg in Folge für Mainz. Ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Und Bielefeld, ja, sie sind tiefer denn je im Keller drin. Der SC Freiburg wartet weiterhin seit Spieltag Nummer 1 auf den nächsten Saisonsieg. Borussia Mönchengladbach hat sich mittlerweile etwas stabilisieren können. Das 4-1 gegen den FC Schalke war eigentlich nur ein Arbeitssieg. Man hat lange Zeit nicht so gut gespielt, am Ende das doch deutlich gestalten können. Und hier hatte man in der Frühphase der Partie eigentlich die Möglichkeit, auch das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken aus Sicht der Fohlenelf. Freiburg war hier spielerisch klar unterlegen. Player an den Pfosten, der Embolo staubt dann ab. 33. Minute, das höchst überfällige 0-1 aus Sicht der Gladbacher eben endlich gebracht. Und der SC Freiburg, der wachte erst im zweiten Durchgang auf. Riesenmöglichkeit, Jeong. Schön gespielt, das war mal wirklich gut herausgearbeitet von den Breisgauern, aber eben ohne Erfolg. Borussia Mönchengladbach auch immer nochmal nach vorne unterwegs. Das ist Lars Stindl, knapp 20 Minuten vor dem Ende, vielleicht etwas überhastet in dieser Situation. Gladbach verpasste es, das Spiel vorher zuzumachen, und doch brachten sie diese Führung über die Ziellinie. Sie gewinnen knapp, aber verdient mit 1-0 beim Sportclub aus Freiburg, der nunmehr seit 9 Spielen auf einen Sieg wartet. Arminia Bielefeld steht sehr schlecht da. Mittlerweile ist es Tabellenplatz 17. Der erste FSV Mainz hatte hier nicht so viel zu melden. Bis in die 44. Minute mal eine Standardsituation herhalten konnte. Brosinski legt den super über die Mauer. Keine Möglichkeit für Stefan Ortega zur Parade. Im zweiten Durchgang dann Bielefeld neben der Spur. Das war nicht mehr so gut wie in der zweiten Hälfte gegen Leipzig, sondern erinnerte wieder an diese Hühnerhaufen-Taktik gegen Union Berlin. Bei der 5-0-Pleite der erste FSV machte es nun stark. Stöger zu Aaron Martin, 0-3, nachdem Mateta eben den zweiten Treffer markierte. Schöne Direktabnahme des linken Verteidigers, der mit aufgerückt war. Das konnte man sich erlauben. Bielefeld brachte nach vorne wie beim letzten Heimspiel gegen Leverkusen eigentlich nicht zustande. Und Quaison setzte den Schlusspunkt in der 77. Minute mit dem 0-4. Eine brutale Packung hier auf heimischem Platz. Aber auswärts, da klappt es für die Mainzer. Der zweite Auswärtssieg in Serie aus den letzten 3 Spielen. 7 Punkte geholt. Der erste FSV Mainz 05 kann so langsam wieder aufs Mittelfeld hoffen.
Was für ein Coup des 1. FC Köln am letzten Samstagnachmittag. Dort schlug man den BVB im Westfalenstadion mit 2:1. Ein ganz wichtiger Dreier nach Ewigkeiten der Sieglos-Serie. Hier in der 21. Minute dann aber der VfL Wolfsburg mit der ersten Möglichkeit. Steffen aber nur ans Außennetz. Die Wölfe noch ungeschlagen. Das Spektakel 5:3 gegen den SV Werder Bremen. Da gab es auch nicht so viele Chancen. Viel weniger als hier hatten die Wölfe nicht. Aber da haben sie dann quasi jeden Ball reingemacht. Timo Horn hatte aber erstmal etwas dagegen, der auch gegen den BVB brillierte. Zweiter Durchgang, der VfL Wolfsburg weiterhin spielbestimmend und dann auch erfolgreich durch Wout Weghorst. 64. Minute, das verdiente 1:0 für die Gäste, die hier wirklich viel machten, und der 1. FC Köln, er konnte noch nicht so viel mitnehmen aus dem Spiel gegen den BVB. Jetzt aber mal wieder eine Standardsituation. Nach Ecken hatte es zweimal geklappt. Da stand dann am zweiten Pfosten jeweils Elias Skiri völlig frei. Hier Borno am ersten Pfosten, bringt den Ball aber nicht aufs Tor. Und Memedi machte dann alles klar. 73. Spielminute, das 2:0 für die Gäste von Wout Weghorst, vorbereitet, dann ins kurze Eck abgeschlossen. 0:2 das Endergebnis in diesem Duell, das auch in der Höhe in Ordnung geht. Der 1. FC Köln konnte nicht an die Leistung gegen den BVB anknüpfen. Frankfurt und Dortmund momentan von jüngsten Rückschlägen geprägt. Frankfurt immerhin mit einem 3:3 gegen Union Berlin. Dortmund verlor zu Hause gegen den 1. FC Köln. Es war wieder Gutmachung angesagt und es war wieder Gutmachung auf dem Feld. Haaland mit der Vorbereitung für Thorgan Hazard. 12. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Und Frankfurt schon wieder in Rückstand. Die geraten viel zu häufig in Rücklage. Das 5. Mal in 8 Spielen, beziehungsweise jetzt das 6. Mal im 9. Das darf man sich einfach nicht erlauben. Und es war nach vorne einfach viel zu wenig. Erik Durm hier im Abseits. Und auch wenn die Frankfurter des Öfteren nach Rückstand zurückkamen, am Ende springt dann maximal ein Unentschieden bei raus. Das ist wirklich eine erschreckende Bilanz. Jetzt Kamada im 2. Durchgang. Das war endlich mal gut gespielt und genau das, was man von Frankfurt kennt, das man von Frankfurt erwartet, was sie auch bereit sind und in der Lage sind abzuliefern, aber zu selten spielten sie das mal aus. Der BVB verteidigte dann clever Nachspielzeit, der BVB hatte jetzt weitestgehend die Zügel in der Hand. Rainer nochmal mit einem wunderbaren Antritt zu Hazard, Doppelpack des Belgiers, 2. Minute der Nachspielzeit und alles geklärt in diesem Duell. Und Frankfurt erstaunlicherweise erst mit der 2. Saisonniederlage, aber wenn man 6-mal unentschieden spielt, dann sagt das auch einiges aus. Der BVB gewinnt hochverdient mit 2:0 und kann damit die Niederlage gegen Köln wieder etwas ausgleichen. Am Samstagabend gab es das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, Platz 1 gegen Platz 2. Die Münchner hier spieldominant, aber es gab nicht wirklich viele Möglichkeiten. Leipzig tat sich wie gewohnt gegen eines der Spitzenteams der Liga sehr schwer und brachte nicht viel zustande. Nach vorne war es zu wenig. Der FC Bayern München setzte sich am gegnerischen Strafraum fest, spielte da ein wenig Handball. Müller findet dann die Lücke zu Lewandowski. Und die eine Unachtsamkeit in der 44. Minute, die RB Leipzig mal bietet, die wird gleich heftigst bestraft durch Robert Lewandowski, der mit links abzieht, Gulaschi keine Chance lässt. Die verdiente Führung in diesem Spiel, in dem nicht viel ging, sehr viel Ballbesitz. Wie gesagt, da musste mal dieser Pass von Müller und der Abschluss von Lewandowski herhalten. Von RB Leipzig nach vorne war das nicht eines zweiten Platzes würdig. Sollte das nun im 2. Durchgang besser werden, man konnte es aus neutraler Sicht nur hoffen, sonst würde das ein ziemlich langweiliges Spiel werden. Es war lange Zeit relativ unansehnlich, RB Leipzig bemühte sich jetzt aber. Forsberg zu Kevin Campbell. Und das sind die Möglichkeiten, die man dann auch nutzen muss. Manuel Neuer
ist aber aufmerksam, kommt gut raus, verkürzt den Winkel und grätscht den ab. Auch im zweiten Durchgang plätscherte die Zeit nur so dahin. 74. Minute, Leroy Sané mit dem Freistoß aus der linken Eckballregion. Aber auch das wirklich alles andere als gefährlich. Schwach getreten. Wo Topspiel drauf stand, war nicht Topspiel drin. Muss man so sagen. Vielleicht auf hohem Niveau taktische Verschiebungen. Aber im Endeffekt interessiert das maximal die Trainer für das neutrale Beobachterauge oder als Fanauge betrachtet, ist das einfach nicht schön. 80. Minute, abgewehrter Torschuss, das Highlight des zweiten Durchgangs. Bayern konnte man aber keinen Vorwurf machen und auch Leipzig, klar, sie bemühten sich. Es war eben ein Spiel zweier Mannschaften, die unter der Woche auch noch Champions League in den Knochen haben. Aber ein bisschen mehr hätte man sich dann doch gewünscht und dann solche Möglichkeiten auch gerne mal verwandelt gesehen. Starker Pass von Goretzka, ein lichter Moment. Doch Lewandowski bekommt die Fußspitze nicht mehr ran. Gulaschi kommt raus, schmeißt sich auf den Ball, verhindert das 2:0, aber es sollte nichts mehr bringen. Es war nur Ergebniskosmetik, denn es blieb beim 1:0. Lewandowski mal wieder mit dem entscheidenden Treffer und von Leipzig kam in diesem Spitzenspiel eindeutig zu wenig. Der SV Werder Bremen hat nach 7 niederlagenlosen Spielen mal wieder eins verloren. 5:3 Spektakel beim VfL Wolfsburg, da war man den Wölfen unterlegen. Gegen den VfB Stuttgart wurde es jetzt eine ähnlich herausfordernde Aufgabe. Die Stuttgarter hielten gegen die Bayern stark mit und eigentlich wäre da gefühlt ein bisschen mehr drin gewesen als diese 1:3 Pleite der Schwaben. Die erste Hälfte vom VfB erstmal gut angegangen, diese missglückte Flanke von Sosa, aber auch etwas Sinnbildliches. Es ging viel über die linke Seite, aber die hundertprozentigen Torabschlüsse, die ließ man dann doch vermissen. Bremen wollte offensichtlich sicherer stehen als beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Da ging man jetzt wieder einen Schritt in die Defensive zurück. Das ist Silas, dem springt hier der Ball zu weit vom Fuß und dann wird auch das nicht mal eine richtige Tormöglichkeit. Der SV Werder Bremen wagte sich seltenst nur mal nach vorne. Bittencourt jetzt mal mit einem Antritt durchs Mittelfeld. Und dann dieser Geniestreich. Was für ein Pass für Milot Rashica. Und dem werden jetzt auch einige Steine vom Herzen fallen. Milot Rashica, der Kosovare, mit dem Führungstreffer. Da konnte Kobel da nichts mehr machen und so richtig wusste keiner, wie dieses 1:0 funktionieren konnte, aber das hatte der SV Werder Bremen in umgekehrter Form gegen den 1. FC Köln vor kurzem hier noch erlebt. Am Ende stand es 1:1, der VfB Stuttgart, er wollte ebenfalls ausgleichen und das machten sie. Durch Orel Mangala, 54. Minute, das war unter dem Strich auch das verdiente Zwischenergebnis. Pavlenka stürzt sich zu früh auf den Boden und Mangala nutzt diese Lücke aus. 10 Minuten noch zu spielen. Groß, was für ein Pass zu Augustinsson. Super Pass zu Rashica. Und Kobel mit der Parade. Augustinsson bleibt dann stecken. Super Pass, das war kein Abseits, der Treffer hätte gezählt. Aber Kobel hält hier den Punkt für den VfB Stuttgart fest. Oder doch nicht. 90. Minute. Mavropanos. Eigentlich eher in der Innenverteidigung aufgestellt. Aber seit er wieder fit ist, darf er auch rechts mal ran. Endo zu Gonzalo Castro. Silas! Und jetzt nochmal Glück für den SV Werder Bremen. Aber Silas trifft den Ball nicht richtig. Pavlenka stürzt sich rauf. Es bleibt beim 1:1 verdient in einem Spiel, das lange Zeit nicht so spannend war, am Ende dann doch einiges noch zu bieten hatte. Der FC Schalke 04 traf sich am Sonntagabend zum Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Die in rot gekleideten Gäste hatten hier den perfekten Start auf dem eigenen Fuß und Bailey konnte diesen vergolden. 3. Minute. Desolate königsblaue Verteidigung. Renault muss nach eben nicht mal 180 Sekunden schon hinter sich greifen. Aber der FC Schalke 04, er konnte antworten durch Marc Uth in der 9. Spielminute. Das 1:1
gegen Gladbach spielte man aus Schalker Sicht zumindest eine halbe Stunde gegen eine Spitzenmannschaft gut mit. Am Ende aber eben verlor man doch mit 4:1. Hier gegen Leverkusen konnte man dann aber Fehler ausnutzen. Benito Rahman, Viertelstunde gespielt, das Spiel gedreht. Jedwaj und Radetzky, die sich da gegenseitig behindern. Und so Schalke in Führung. Und sie konterten. Bayern 04 Leverkusen unter Peter Boss. Dachte man, das hätte man so langsam abgestellt. Aber Rahman alleine vor Radetzky. 3:1. 24. Spielminute. Eine irre Partie. Früher Rückstand und Schalke dreht das Ganze dann zu einem 3:1 nach 45 Minuten. Wer hätte damit gerechnet? Wohl nicht mal der kühnste Manuel Baum-Fan. Zweiter Durchgang, der FC Schalke 04, jetzt mit 2-Tore-Führung im Rücken, Uth zu Suat Serdar. Und so ein 4:1 hätte doch noch etwas mehr Ruhe verschafft. Trotzdem, guter Auftritt von Schalke, sie igelten sich jetzt nicht ein nach dem 3:1, das war das richtige Zeichen gegen Leverkusen, da muss man immer gefährliche Akzente setzen. Denn Leverkusen in der Defensive nach wie vor eben nicht zu 100% sattelfest. Aber Leverkusen eine der beiden Mannschaften in der Liga, die noch ungeschlagen sind. Renault in der 72. Spielminute arbeitete aber mit daran, dass sich das ändern sollte. Und der VfL Wolfsburg nach diesem Spieltag eventuell alleine mit der niederlagenlosen Statistik auflaufen kann. Knappe Viertelstunde zu spielen noch, der FC Schalke 04 konnte kontern, nutzte aber nicht die Möglichkeit. Steven Skripski hier scheitert am gut reagierenden Lukas Radetzky. Doch das Spiel endete mit 3:1, es endete diese Niederlagen- oder Sieglosserie des FC Schalke 04 ausgerechnet gegen die bis dato noch ungeschlagenen Leverkusener. Zum Abschluss des 10. Spieltags trafen Hoffenheim und Augsburg aufeinander. Beide Mannschaften zuletzt mit einem 1:1, wo man nicht so ganz wusste, was man damit anfangen sollte. Der FC Augsburg hier aber in der Anfangsphase hellwach. Es war also für die Fuggerstädter klar, sie wollen hier in Hoffenheim gewinnen. Und die Sinsheimer, sie warten seit Ewigkeit mal wieder auf einen Sieg. Vielleicht jetzt gegen den FCA. Dabur, Bebu. 1:0, 11. Minute. Gutes Spiel, super Auftakt und jetzt mit einem frühen Treffer. Doch der FC Augsburg, er ließ sich davon nicht groß beirren. Strobel zu, ja, Rani Khedira. Da fragt man sich, was der da so weit vorne macht, aber Strobel legt es auf, als wären jetzt die beiden Sechser hier Mittelstürmer. Starke Macht von Khedira. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Nochmal Hoffenheim. Bebu zu Dabur. Das hatte beim 1:0 andersrum etwas besser geklappt, aber es war doch wirklich nicht verkehrt, was die gastgebende Mannschaft hier aufs Feld brachte. Es war aber ein 1:1, das durchaus so in Ordnung ging. Der FC Augsburg immer wieder mit richtig gefährlichen Schlüsselszenen. Zweiter Durchgang, nun die TSG 1899 Hoffenheim. Noch etwas entschlossener. Dabur schließt hier ab. Die erste Möglichkeit gehört also Hoffenheim, hier Udokai, der aber die Sohle reinhalten kann. Knappe Stunde jetzt gespielt. Hoffenheim erhöhte den Druck. Über Bebu. Grilic. Ilas. Bebu! Kommt zentral frei zum Schuss in der 60. Minute und das wird bestraft. Hatte viele Möglichkeiten vergeben gegen Mainz, aber auch getroffen. Jetzt macht er hier seinen Doppelpack. Samaseku. Ginny. Streich, dieser Ball, 66. Minute, Munas Dabur mit dem 3:1, jetzt ging es Schlag auf Schlag. Und der FC Augsburg fiel auseinander, nicht ganz, 10 Minuten noch zu spielen. Khedira zu Strobel, der wieder einen auflegt zum Erfolg. 3:2, André Hahn in der
81. Spielminute. Schöner Kopfball. Aber mehr als dieses 3:2 sollte nicht mehr fallen. Hoffenheim gewinnt mal wieder ein Spiel. Der FC Augsburg, ja, er muss sich hier mit 3:2 in einem tollen Spiel geschlagen geben. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.